همتران عزیز و بینندگان تلویزیون از شهر هامبورگ آلمان به شما سلام تقدیم میکنم. ما فعلا در هامبورگ هستیم به مراسم نوروز جمهوری تاجیکستان در هامبورگ تشکیل میکنن و گروه موسیقی شمس هم به همین مناسبت از تاجیکستان به هامبورگ آمدن و برنامه تا چند لحظه دیگر شروع میشه و در این برنامه سفیر تاجیکستان صحبت میکنه و همچنین قنسولی که در اینجا به عنوان قنسول هنرار گفته میشه او معرفی میشه و همچنین شخصیت های فرهنگی هنری جمهوری اسلامی ایران افغانستان و آلمان ها زیاد دعوت شدن و ما شما را بعدا در جریان جزئیات این محفل قرار میدم. خواستم که در مرحله اول که مهمان ها تقریبا در شرف آمدن هستن خدمت شما تصویر نشان بدم. مهمانان در حال گرفتن جاهای خود هستند تا اینکه همه بشینند و صحبت را حتما سفیر تاجیکستان آغاز میکنند. Sehr geehrte, sehr geehrter Herr Jürgen Wanke-Rode, sehr geehrte Abgeordneten der Hamburgischen Bezirksversammlung, sehr geehrter Herr Dr. Fuscherer angemeldet, aber ich habe es ihn nicht gesehen. Er sollte heute von Asien, Mittelasien zurückfliegen, anscheinend ist noch nicht da in Hamburg. Sehr geehrter Herr Reinhard Stuth, sehr geehrter Herr Markus Schreiber, lieber Herr Norbert Frühauf, lieber Herr Bernd Holz, lieber Herr David Zeller, lieber Herr Pastor Hartmut Dinse, sehr geehrte Kulturfreunde, Freunde, sehr geehrte Mitglieder von HFest, liebe Gäste. Bevor ich mit meiner Rede anfange, möchte ich gerne das Wort an den Botschafter der Republik Tadschikistan, Exzellenz Dr. Imurdin Satorov, übergeben und nach ihm werde ich meine Rede halten. Herr Exzellenz. سلام سفیر تاجیکستان صحبت میکنه آقای ستون و برنامه کم کم شده میشه. خوش اومدید به جشن نوروزی در شهر هامبورگ. من پیش از سلام برای چی میخواستم سلام خود را سلام رئیس جمهور تاجیکستان جناب علی امام رحمان را و تمام همزبانان هموطنانی که در آلمان هستند در شهر هامبورگ هستند بفرستم سلام زیاد از تاجیکستان. خوش اومدید. Sehr geehrter Herr Kleinig, sehr geehrter Herr Sobiri, sehr geehrter Herr Botschafter Sheikh Attar, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Ich möchte Sie zum internationalen Fest Nauruz, dem Fest des Frühlings und die Freundschaft herzlich begrüßen und willkommen heißen. Dieses Fest hat eine tausendjährige Tradition und symbolisiert das Erwachen der Natur nach einem harten Winter. Gleichzeitig steht es für den Einklang von Mensch und Natur, Schaffenkraft, Freundschaft, Frieden und Freiheit. Ab morgen kommt unbedingt Frühling. Nauruz ist auch ein Fest der Integration und Zusammenarbeit, sowie der Einheit und Solidarität der Menschheit. 2009 hat die UNESCO das Nauruz-Fest als geistiges Kulturerbe anerkannt. Und seit dem 10. Mai 2010 ist Nauruz auf Beschluss der
Generalversammlung der Vereinten Nationen als internationales Fest anerkannt. Die Generalversammlung stellt in ihrer Erklärung fest, dass Nauruz ein Frühlingsfest ist, das von mehr als 300 Millionen Menschen in Zentralasien, im Nahen Osten, auf Balkaninseln, in der Schwarzmeerregion sowie in der Kaukasus gefeiert wird. Nauruz bedeutet auch den Beginn des neuen Jahres. Heute bringt Nauruz daher Freude und zahlreiche Gäste an einem festlichen Tisch zusammen, um das neue Jahr nach dem Sonnenkalender gemeinsam zu beginnen, damit Ihnen dem neuen Jahr viel Schönheit, Freude, Solidarität, Reinheit und Eintracht schenkt. Es ist erfreulich, dass wir dieses Fest heute in der Stadt Hamburg mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur, Mitgliedern der Hafiz-Gesellschaft, Landsleuten und Freunden aus dem persischsprachigen Raum zusammenfeiern. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen und wünsche Ihnen von allen Gesundheit, Glück und viel Erfolg. Bei unserer heutigen Veranstaltung spielt die Musikgruppe Shams unter der Leitung von Novovar Chanorov aus Tadschikistan. Unsere Sängerin Shabnam Surayyo. Und Gruppe Shams wurde im Jahr 1995 gegründet und ist heute eine der erfolgreichsten und bekanntesten Bands Tadschikistans. Bekannt sowohl für traditionelle Gesänge als auch für persönliche Kompositionen mit reichen eigentümlichen Klängen, die auf poetischen Liedtexten beruhen. Ich heiße die Mitglieder der Gruppe Shams herzlich willkommen. Danke möchte ich Herrn Kurush Porkion, dem Präsidenten der Hafiz-Gesellschaft, für die Mitwirkung bei der Ausrichtung dieses Festes in Hamburg. Herzlich bedanken. Ich hoffe, dass das heutige Programm Ihnen, verehrte Gäste, gefallen wird und wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim Live-Auftritt der Gruppe Shams. Nochmal herzlich willkommen. Oh,
که در این کارتر صحبته قرار میگرد.